Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder zwei Videos mitgebracht, beziehungsweise Anrufe. Im ersten Anruf holen wir einen Zauberstab raus und spielen eigentlich im Grunde genommen völlig verrückt. Und beim zweiten Anruf, der ist sehr skurril. Die nette Tante holt einfach ihr deutsches Skript raus und versucht die Scheiße auf Deutsch vorzulesen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem neuen Video. Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Waldemort? Erwin Schulz ist am Apparat. Ich rufe Sie vom Finanzmarkt an. Ja, Sie haben sich angemeldet. Ja, gleich zu Beginn schon wieder was zu meckern. Der Typ, der meldet sich mit seinem Namen und sagt, er ruft vom Finanzmarkt an. Ja, ist ja schön, aber wie wäre es mal, wenn er seinen Firmennamen nennt und nicht einfach nur sagt, dass er vom Finanzmarkt anruft? Das haben sich die Betrüger mittlerweile irgendwie zu einer ganz komischen Gepflogenheit gemacht. Mittlerweile nennen die einfach gar nicht mehr ihren Firmennamen, weil es hauptsächlich und primär gar nicht mehr wirklich in allen Fällen darum geht, direkt die Webseite zu besuchen, sondern einfach nur den Einzahlungslink per E-Mail zu besuchen und da was einzuzahlen. Ja, aber um die Bedienung der Webseite geht es eigentlich überhaupt nicht mehr. Also in den allerseltensten Fällen. Ja. Aha, ich bin da, um Ihnen zu helfen, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Das ist ja fein. Wie bitte? Ich sage, das ist fein. Das ist was? Fein. Okay, möchten Sie Ihre Handel beginnen? Ja. Okay, also Sie sind mit Handy oder Computer? Was soll ich denn nehmen? Können Sie Ihre E-Mail öffnen, damit ich klicke der Link und Sie können Ihre Handelskonto von Ihrer Seite aktivieren? Möchten Sie mir nicht erstmal was über Ihre Firma erzählen? Aha, also was möchten Sie denn? Nur was machen Sie denn da so? Ja, und genau das meine ich. Im Grunde genommen geht es eigentlich in dem ganzen Telefonat ausschließlich darum, dort einzuzahlen, aber nicht irgendwelche Informationen über die Firma zu erhalten. Das ist schon ziemlich skurril, finde ich. Es geht um Onlinehandel. Sie haben besonders für Bitcoin angemeldet. Haben Sie Interesse an Bitcoin? Ja. Okay, wie viel möchten Sie investieren? Weiß ich noch nicht. Wie funktioniert denn das? Sie bekommen vollautomatische Handelssysteme, Herr Waldemort, damit Sie können Ihre Handel beginnen. Mhm. Also das ist ein App in Ihre Handy oder in Ihre Computer. Sie sollen es herunterladen und da Ihre Handel beginnen. Okay, und dann? Sie haben erstmal die Probezeitmöglichkeit, damit Sie können die System testen und sehen, wie es läuft. Während Probezeit, Sie haben auch einen professionellen Finanzberater dabei, damit, wenn Sie eine Frage haben, Sie können ganz gerne stellen. Ja. Noch Frage haben Sie? Ja, und wie funktioniert das dann genau? Das ist, ich habe doch gesagt, das ist vollautomatische Handelssystem. Sie sollen da nichts machen. Wir sollen nur Ihre Konto aktivieren, dann Sie können Ihre Handel beginnen. Sie sollen einen Betrag wählen, Sie können Ihre Handel beginnen. Ja. Und muss ich denn da bei euch vorbeikommen? Dann ich werde Ihnen, wenn Sie Ihre Konto aktivieren, Sie werden automatisch eine E-Mail bekommen von unserer Unternehmer, damit Sie können Ihre Handelskonto einloggen. Mhm. Okay. Genau. Jetzt sind Sie mit Handy oder mit Computer? Jetzt telefonieren wir über das Festnetz. Mit Festnetz, okay. Haben Sie keinen Computer dabei? Den Computer, den hat man ja nicht dabei. Okay, der steht ja im Büro. Okay, aber haben Sie ja Handy dabei? Telekommunikationsendgerät, meinen Sie? Einfach nein, Handy. Welche Handy benutzen Sie denn? Das ist so ein Telekommunikationsendgerät von Simsom oder so. Okay, ich kann die Aktivierung von meiner Seite machen. Sagen Sie Ihre Postleitzahl? Meine Postleitzahl? Genau. Ja. Das ist die 12055. 95? Nee. Davon hat keiner gesprochen. 1295? Nee, 12055. Sie wohnen in Berlin, ja? Neukölln. Ihre Adresse? Meine Adresse ist die Braunschweiger Straße 77. Okay, mit welcher Betrag Sie möchten Ihre Handel beginnen? Mit 50.
250 leider gibt nicht. Also unser minimaler Betrag ist 250 Ach so, Euro. Das haben Sie ja nicht gesagt. Also, ich habe gesagt, Sie haben Probezeit. Ja. Während Probezeit, Sie können auch mit 50 Euro investieren von Ihrer Balance. Ja. Und dann nach 2 Wochen, Sie können Ihre Gewinne oder Ihre Einzahlungen einfach auszahlen lassen. Okay, wenn das geht, dann machen wir das so. Wie bitte? Wenn das geht, dann machen wir das so. Okay, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Die Hagebaumarktkarte. Welche Karte? Die vom Hagebaumarkt. Also es ist Kreditkarte oder was? So, weiß ich nicht, das haben die mir an der Kasse gegeben. Okay, also steht da Visa oder Mastercard? Nee, da steht Hagebaumarkt. Okay, benutzen Sie Online-Banking? Sowas habe ich, glaube ich, nicht. Okay, was haben Sie denn? Was braucht man denn? Also Kreditkarte. Eine was für eine Karte? Visa oder Mastercard? Ja. Okay. Welche haben Sie? Da habe ich, glaube ich, beide. Okay, welche? Welche soll ich denn nehmen? Welche möchten Sie benutzen? Welche ist denn schöner? Tja, und der Wahnsinn geht weiter und weiter und weiter und, ja, weiter. Welche ist guter bei Ihnen? Ja, welche ist denn besser? Welche möchten Sie benutzen? Ja, welche soll ich nehmen? Welche möchten Sie benutzen? Ja, welche halten Sie denn für richtig? Wo haben Sie das Geld? Was? Wo haben Sie das Geld? Das Geld? Genau. Nur auf dem Konto? Ja, welche Konto? Auf dieser Karte oder auf der nächsten Karte? Na, das Geld ist auf der Sparkasse. Okay, Sparkasse. Auf der Kreditkarte haben Sie kein Geld? Na, das sagen Sie doch gerade selber, Kreditkarte. Da hat man doch kein Geld. Das, also auf da Ihre leiht Kreditkarte? Man sich doch Geld. Okay, auf Ihre Kreditkarte, Sie haben gar kein Geld. Haben Sie denn Geld auf Ihrer Kreditkarte? Doch, bestimmt habe ich Geld, mein auf Ja, aber dann ist es doch keine Kreditkarte, dann ist es ein doch. Konto. Auf meiner Kreditkarte habe ich. Nee. Auf einer. Das sagt doch schon das Wort Kredit. Das heißt leihen. Also auf der Master- oder auf der Visa-Karte, haben Sie das Geld? Na, wie gesagt, da kann man ja kein Geld haben. Da ist ja, das ist ja Minus. Da macht man ja Minus und dann bucht es automatisch vom Konto ab. So funktioniert das da. Also, Sie können Sie Ihre Master-Karte oder Visa-Karte eins nehmen? Soll ich die holen? Ja. Ja? Dann muss ich da aber mal runter zum Auto. Okay, machen Sie, ich bleibe am Apparat. Okay. Okay. Haben Sie schon dabei? Ich laufe noch zum Auto. Okay. Da geben Sie Bescheid, okay? Ja. Auf los geht's los. Ja, und hier an der Stelle lassen wir uns so richtig schön lange warten und zappeln. Ja, der Typ, der fragt auch etliche Male nach, wann ich denn endlich mal meine Karte habe und wird auch so langsam ungeduldig, weil wir lassen ihn echt richtig zappeln. Und jetzt haben Sie schon dabei? Nein, ich laufe noch zum Auto. Okay, Sie sind gerade in Ihrem Auto oder noch nicht? Ich suche noch, ja. Okay, aber wir haben Sie Ihre Festnetz mitgenommen. Ja, das ist so ein modernes mit Funk. Sie haben Ihre Festnetznummer mitgenommen? Ja, ist mit Funk. Ist nicht mit Kabel. Okay. Karte ist dabei oder noch? Sie sind noch nicht im Auto? Na, ich bin am Auto, aber ich finde es noch nicht. Da muss ich noch suchen. Okay, dann machen Sie bitte. Ja.
So, ich habe jetzt die Karte, dann gehe ich jetzt schnell rein. Okay. Wie heißt Ihr Name? Was? Wie heißt Ihr Name? Wie meinen Sie das? Also, wie heißen Sie? Na, das haben Sie doch da stehen, oder nicht? Ihren Nachname habe ich, aber nicht Ihren Vorname. Und wozu brauchen Sie den? Ich muss eine Frage schicken nach Ihrer Bank, womit Sie sollen diese Transaktion von Ihrer Seite bestätigen. Habe ich da meinen Vornamen nicht eingegeben? Ich sehe noch nicht, leider. Ach so, vielleicht kommt er ja gleich noch. Okay, können Sie bitte Ihren Vorname sagen? Mein Vorname? Mhm. Harald. Harald? Ja. Und Ihr Nachname? Ja, der steht doch da, haben Sie doch gerade gesagt. Okay. Haben Sie schon Ihre Karte schon da? Ja. Okay, sagen Sie die Nummer. Na, ich gehe gerade noch rein, ich muss doch meine Brille holen. Okay. Haben Sie schon abgeholt? Hier, die Karte habe ich, aber ich muss auch doch noch die Brille. Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Die Karte habe ich schon, aber ich brauche doch noch die Brille. Brille, ja. Haben Sie noch nicht abgeholt? Ja, da suche ich noch. Okay. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Habe ich nicht alles gesehen. Klar. Ja. Alles klar. Aber Sie haben ja Zeit. Geht es? Was? Geht es? Ja, das geht. Okay, dann sagen Sie die lange Nummer auf der Karte. Ach so, Sie brauchen ja die Nummer, warten Sie. Mhm. Meine Brille habe ich gerade gefunden. Die war bei der Toilettenbürste verhakt. Sie haben welche Karte abgeholt? Ja, die vom Baumarkt jetzt. Okay, oder? Also das war die Mastercard oder mit Visa-Card? Nee, die von Hagebaumarkt. Doch, ich hab gesagt, Sie sollen Ihre Master- oder Visa-Card abnehmen. Ach so, ja? Dann habe ich das Falsche geholt. Da muss ich nochmal los. Entschuldigung, denn ich rufe Sie in einer halben Stunde, ja? Nee, da kann ich nicht. Ja? Nee, da kann ich nicht. Okay, warum? Na, da kommt mein Psychologe. Okay, dann machen Sie. Aber ein bisschen schneller, ja? Ja. Haben Sie schon? Ich bin noch dabei. So. Wie heißt jetzt die Nummer? Abi, bitte? Hier DE43100. Das ist Maestro-Karte, das ist keine Masterkarte, denn. So, hier steht Sparkasse. Ja. Aber Sie haben gesagt, Sie benutzen Master- oder Visa-Karte, ja? Ach so. Ja, ich dachte, Sie brauchen jetzt die Karte. Welche Karte? Na, die von der Sparkasse. Ich brauche keine Karte mehr, okay? Danke schön, ich wünsche Ihnen noch schon einen Tag, ja? Betrüger, ich habe deine Zeit gemobst. Na, Sie haben einfach Ihre Zeit verschwendet. Deine Zeit, ja. Nein, in meiner Arbeit haben, meine Zeit haben Sie nicht verschwendet. Na doch, Sie konnten in der Zeit keinen anderen betrügen. Ich verdiene mein Geld und was haben Sie gemacht? Leider nicht, ja? Ja, aber ich habe Erfolg dabei gehabt, beim Nichtstun. Wiedersehen, du Betrüger. Du bist Betrüger, ich bin kein Betrüger. Dankeschön. Ja, ich würde sagen, wir haben sehr erfolgreich von dem die Zeit gemobst, denn er hat sich ja seine Zeit auch verplempern lassen. Eieiei, also hier hat's mich wieder gewundert, dass der überhaupt am Telefon geblieben ist. Denn, naja, normalerweise haben die Betrüger das ja ziemlich eilig und warten nicht so lange. Die rechnen ja normalerweise immer damit oder gehen davon aus, dass man alles direkt in Griffnähe hat. Der Computer schon hochgefahren, das Handy eingeschaltet und die Bankkarten, die müssen alle schon feinsäuberlich sortiert vor einem liegen. Ja, obwohl man nicht mal weiß, dass man überhaupt angerufen wird. Ich finde das immer so ziemlich skurril, dass die automatisch davon ausgehen, dass man alles da hat. Tja, aber so kann es halt sein. Naja, hat da auf jeden Fall keinen Erfolg gehabt. Ich habe euch noch ein kleines nettes Telefonat mitgebracht, wo ihr euch denken könnt, dass es auch nicht viel intelligenter abläuft. Viel Spaß mit dem zweiten Gespräch. Mr. Voldemort? Ja?
This is Giselle Jensen. You registered on Auto Trading Software right now. How Aber are you? Warum lutschst du mich auf eine komische ausländische Sprache voll? So, do you speak a little bit English? A little bit? Was für eine Titte? So, you speak English, right? Was ist eklig? Sprechen Sie Englisch? Nee. No English at all? Was für ein Loch? Only Dutch? Ich fahr kein Dacia. Okay, wait a second. Ich hab ein Skoda. Wait. Hallo? Sir, du hast dich registriert. Ja, und da geht der Wahnsinn erst so richtig los. Da holt die nette Tante jetzt wirklich ihr deutsches Skript raus und versucht tatsächlich auf Deutsch weiter zu bescheißen. Unfassbar. Ja? Auf automatischer Handelssoftware. Aha. Ja, und das Beste daran ist auch noch, dass es schlimmer als erste Klassenniveau ist. Als würde die gerade wirklich sprechen lernen. Ja, das könnte daran liegen, dass sie wahrscheinlich noch nie Deutsch gesprochen hatte und jetzt tatsächlich einfach nur abliest. Das ist schon Wahnsinn. Und dass die das selbst für seriös halten. Also vor allem, da muss man mal drüber nachdenken. Ich habe jemanden am Telefon und merke, der spricht nicht meine Sprache, hole ich einfach mal einen Zettel und lese davor, was da draufsteht, ohne überhaupt zu wissen, was ich da überhaupt von mir gebe. Ja, und genau so arbeiten definitiv nur Betrüger. Also ich glaube, bei einem deutschen Unternehmen wird euch sowas nicht passieren. Korrekt, okay. Du kannst ich aber schnell schreiben. Ich würde Fenster aktivieren. Mhm. You have WhatsApp Applikation. What? WhatsApp. Was denn das? WhatsApp Anwendung. Was denn das? You have WhatsApp Application. Kann man das essen? Sie haben eine WhatsApp Anwendung, right? Kann man das essen? Ist das eine Stulle? Oder ein Brot? You have E-Mail, right? Nee, E-Mail heiße ich nicht. Sie haben eine E-Mail. Hab ich eine E-Mail? Lutzvoldemort@gmail.com. Hm? Mhm, okay. Kann man das essen? Ist das was Besonderes? Ich schicke dir eine E-Mail auf Deutschland, okay? Sowas sagt man aber nicht. Okay, Sir. Was? Du isst gern Käse? Wait. Ja? Okay. Was E-Mail, denn? Okay? Was ist denn da bei Emil? E-Mail in Dutch. Kann man das essen? I don't understand, Sir. I don't understand. Ja. I only speak English. Manchmal schwimmen die Fische auch in der Luft, wenn der Braten kommt. Beim Hering. Habe ich gestern im Radio gelesen. Ich schreibe dir eine E-Mail. Das hört sich pervers an, was du da sagst. Auf Deutsch. Ja? Okay. Macht das Spaß da? Oder ist das okay nicht so or no? Was denn? Was denn? What was denn? I don't know what was denn is. Was für ein Ding? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest, junge Lady. What is Bastien, Sir? Keine Ahnung. Okay, goodbye. Warum? Check E-Mail. Scammer. Oh, you call me scammer. Scammer, Lady. You are Schwein, Sir. Schweinze, lecker. Yes. Ich mag Schweinze. Schweinze esse ich gerne. Jo, da hat sie uns ja so richtig getroffen mit ihrer Beleidigung. Jo, Schweinze.
Also Leute, also mal ganz davon abgesehen, dass das ja wohl mal mehr als peinlich ist, da holt die wirklich ihr deutsches Skript vor und liest einfach vor, was da steht. Versteht aber die Antworten überhaupt gar nicht. Was bildeten die sich überhaupt ein, was sie davon erreichen hätte sollen? Also, dass das ja nur nach hinten losgehen kann, ist, glaube ich, ja, mehr als logisch. Naja, aber ganz zum Schluss hat sie uns ja wenigstens noch bestätigt, dass sie nichts anderes als eine Scammerin ist. Weil nur Scammer beleidigen. Aber naja, soll sie weitermachen mit ihrem komischen Job. Ich glaube, so hat sie definitiv keinen Erfolg. Aber das Schlimme ist, so lernen die tatsächlich Stück für Stück Deutsch. Ich denke, das war hier der Deutschkurs. Vermutlich. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Ja, wer möchte, hier gibt es jetzt noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.